Willkommen zurück, Freunde, zur vielleicht letzten Folge, aber es geht definitiv in Richtung Endgame. Wie? Was war das? Was war was? Nichts. Ich verarbeite nur, was ich gesehen habe. Ja, durch Charles wird er wahrscheinlich auch Zugriff auf unseren Körper haben. Hey, Major. Alles gut. Mein Kopf macht mir zu schaffen. Ich sehe Dinge. Eine ziemlich heftige Sache, das sage ich dir. Es wird nicht wehtun. Du wirst dich an nichts erinnern. Halluzinationen sind was Ernstes. Ich bin Neurochirurgin. Ich kann wahrscheinlich helfen, wenn alles gut ausgeht. Ja, die haben uns doch wahrscheinlich aus dem Limbo zurückgeholt, oder? Wird wohl reichen. Ich meine, falls das hier gut ausgeht. Gut. Hör mal, wegen Victor. Was? Hattest du keine Wahl? Du konntest nicht anders handeln? Sagst du mir jetzt, dass es dir leid tut? Was? Es tut mir leid. Mir nicht. Das sollte es aber. Victor, es war kein anderes Ergebnis möglich. Er war nicht mal mehr ganz er selbst. Ich will nicht darüber reden. Okay. Es reicht. Zum Plaudern habe ich keine Zeit. Na schön. Genieß die Aussicht. Ja, ein Haufen Verrückter auf den ersten Blick. So, kannst du dich mal bitte ein bisschen beeilen? Die machen da aber auch ziemlich verrückte Dances. Ja, die Story ist aber schon ziemlich abgedreht, aber nichtsdestotrotz geil und auch in sich geschlossen und sinnhaft. Das ist ja auch nicht unbedingt immer gegeben. Für einen Shooter haben wir hier, glaube ich, auch gemessen eine vernünftige Spielzeit. Wenn wir jetzt alle Testgelände und so weiter erforschen würden, würden wir wahrscheinlich auf 15, 16 Stunden kommen. Aber wir skippen mal ein bisschen was. Dann können wir zwar nicht die Waffen maximal aufwerten, aber ich bin sowieso lieber mit der Axt unterwegs als mit Waffen. Dadurch, dass ich kein Shooter-Spieler bin, versuche ich mir das zumindest über die Axt spaßig zu machen. Na komm schon. Jetzt wird's wieder LSD-Trip-mäßig. Widersetz dich. Oh, Scheiße. Ich bin dieser Halluzination sowas von leid. Hast du bunte Flecken vor den Augen? Ändert sich deine Wahrnehmung der Welt? Ja. Ja, genau. Weißt du, was das für eine Scheiße ist? Du warst auf dem Weg ins Limbo, aber wie konntest du es aufhalten? Keine Ahnung. Es ist, als würde mich dieser Polymerklumpen rufen. Ein großer, tränenförmiger. Genau da, direkt über uns. Siehst du ihn? Da sehe ich nichts. Wie meinst du das? Da ist er doch. Oh, Scheiße. Und jetzt ist er weg. Eine halluzinatorische Reaktion. Ein Nebeneffekt deiner Operation. Die Reaktion eines geschädigten Hirns auf ein Neuropolymer-Implantat. Wovon redest du überhaupt? Was für ein Implantat? Hat Setchenov dir nichts gesagt? Du weißt nicht, was mit dir geschieht? Charles, weißt du, was mit meinem Kopf nicht stimmt? Ich kann keine internen Veränderungen feststellen. Aber dein Waschrott-Polymer-Extender empfängt einen nicht identifizierten externen Datenstrom. Was ist das? Mit wem redest du? Ein charakteristisches Lernsystem, eine KI in meinem Polymerhandschuh, aber egal. Charles, wovon redest du? Charles? Warte, Charles, welche Daten?
Welcher Vosrod-Polymer-Extender? Der Vosrod-Polymer-Extender wurde anhand von Daten aus Experimenten von Dimitri und mir entwickelt. Was? Von dir? Und warum nennst du Dr. Sechenov Dimitri? Wer bist du? Das ist nicht so einfach zu erklären, Genosse. Ich bin... Charles! Charles, was soll das plötzlich mit dem Rauschen? Was zur Hölle ist hier los? Reiß dich zusammen, Major. Wenn das, was ich denke, stimmt, müsste ich jetzt auf das Archiv zugreifen können. Auf Aufzeichnungen über dich. Okay, was geht hier gerade ab? Name und persönlicher Zugangscode. Schöne Scheiße. Ungültiger Name. Gut, ich hack mich rein. Nicht so schnell. Name Cheriton Zaharov. Code Flauschi. Code akzeptiert. Zugang gewährt. Charles, bist du da? Nichts? Nichts. Die also, Story erinnert mich so ein bisschen an eine kleine Passage in Cyberpunk, die auch ziemlich abgedreht war. Das war kurz. Wie kann er Zaharov sein? Professor Zaharov hat die Kollektiv-Subsysteme entwickelt und das Modul, das sich in dir befindet. Angeblich hat er Experimente durchgeführt an sich selbst. Die Ergebnisse waren katastrophal. An sich selbst? War er dumm oder so? Das war er ganz bestimmt nicht. Zaharov war ein von Wissenschaft besessener Misanthrop. Ich glaube, ihm war ziemlich egal, was mit seinem Körper passierte. Also, wie kommen wir rein? Auf das Archiv haben nur wenige Leute dauerhaft Zugriff. Sechenov, Lebedev, der Direktor der Akademie, und Zaharov, woran du mich erinnert hast. Flauschi, ha? Was hätten wir gemacht, wenn das Passwort nicht funktioniert hätte? Du hättest die Tür bestimmt mit deinen Fäusten zertrümmert. Aber das System glaubt jetzt, ich sei Dr. Zaharov. Also können wir jetzt alles über dich in Erfahrung bringen. Na los. Ja, wollen wir das? Willkommen, Cheriton Zaharov. Wie lautet das Thema Ihrer Anfrage? Agent P3, persönliche Datei. Ihre Suche ergab 42 Audioaufnahmen. Also, welche nehmen wir zuerst? Ist mir völlig egal. Dann wähl irgendeine aus. Ah, hier, an dem Wähle einen Eintrag schönen aus. PC. Wir haben keine Zeit. Das sind viele Einträge. Wähl einen aus. Hör auf damit. Mir ist alles völlig klar, aber dir könnte es gut tun, es zu hören. Hä? Achso, das jetzt oder wie? Versuch die hier. Starte Wiedergabe. Bei den Ereignissen in Bulgarien wurden die Agenten schwer verletzt und waren eigentlich klinisch tot. Agentin Blesna konnte nicht gerettet werden. Da Agent Plutoniums Zustand nicht so ernst war, konnte er wieder kampfbereit gemacht werden. Allerdings mussten seine Gliedmaßen amputiert und durch die neuesten Prothesen ersetzt werden. Ja, ich weiß, dass die Hälfte meines Körpers aus Prothesen besteht. Und sonst? Das ist alles sehr allgemein. Finde eine andere Aufnahme. So, wo haben wir überhaupt diese Aufnahmen? Das eben war ja nur Glück. Okay, das ist der PC. Ja, das sind hier Schreibtische. Ich glaube nicht, dass wir da irgendwie was finden. Nee, das ist hier auch alles nur Schreibtischzeug, ne? Ja, aber hier in den Schreibtischen ist hier natürlich nichts drinne. Hä? Checke ich jetzt gerade nicht. Oder müssen wir doch hier an so ein Gerät hier ran? Na,
Das bringt hier alles nichts. Wo bekomme ich denn jetzt ein neues Audiogerät her? Mir ist alles völlig klar, aber dir könnte es gut tun, es zu hören. Ja, aber dafür muss ich ja auch erstmal hier was finden, oder nicht? Ah, hier haben wir was. Hier ist noch eine. Ja, aber interessant, dass diese Aufnahmen alle direkt über P3 sind. Gut, spiel die hier ab. Starte Wiedergabe. Nach seiner Genesung war die Persönlichkeit des Agenten, darunter auch seine Verhaltens- und Sprachmuster, stark verändert. Daher traf ich die Entscheidung, ihn aus der Agentum-Einheit zu entfernen. Um einen Gedächtnisrückfall zu verhindern, erhielt Plutonium die neue Bezeichnung P3 und untersteht nun meinem direkten Kommando. Sein Kontakt zu Argentum wurde auf ein Minimum beschränkt und das Argentum-Personal wurde davor gewarnt, in seiner Gegenwart die Bezeichnung Blessna zu erwähnen. Scheiße. Ich hole eine andere. Was? Sechenov hat dich an der Leine und macht mit dir, was er will. Hör mal, er hat mir das Leben gerettet. Ich weiß, dass ich ein Testsubjekt bin. Das ist mein Beruf. Du bist also ein Freiwilliger? Dafür bist du dann aber ganz schön ungehorsam. Weil sie mir vorher immer gesagt hatten, was sie machen. Ich hole eine andere Aufnahme. Gut, dann haben wir aber, ich bin mir sehr sicher, diesen komischen Typen umgenietet. Diesen Minister oder wer das war. Als wir dann auch das erste Mal auf die Ballerinas gestoßen sind. Weil uns wurde ja schwarz vor Augen. Und als wir aufgewacht sind, waren alle tot. Das müssen wir gewesen sein. Prozedur? Implantation der Voskhod Neuropolymer-Hirnfunktionserweiterung. Ziel? Völlige Ausschaltung destruktiver Impulse durch traumatische Erinnerungen. Patient Major Sergei Nechayev. Codename Plutonium. Dritter Versuch. Die ersten beiden Operationen waren erfolglos. Der Patient erlitt in Bulgarien eine schwere Gehirnverletzung, die nicht behoben werden konnte. Der Schaden ist so groß, dass der Patient wahrscheinlich eliminiert werden muss. Hast du gehört? Er wollte dich töten. Die Frontallappen wurden teilweise zerstört, was beim Patienten zu unkontrollierbaren Wutanfällen führt. Die Stahlprothesen des Patienten machen ihn zu einer Gefahr für andere. Hier geht's um deine Anfälle. Wegen vorübergehenden Wahnsinns wird der Patient in eine psychedelische Wirklichkeit versetzt, die ihn daran hindert, die Konsequenzen seines aggressiven Verhaltens zu akzeptieren. Verstehe ich nicht. Kannst du mir das erklären? Es wird dir nicht gefallen. Der Patient leidet unter intensiven Halluzinationen. Hast du deine Frau wiedergesehen, mein Junge? Woher wissen Sie das? Aber ein Voskhod-Implantat verleiht dem Patienten künstliche Erinnerungen und lässt ihn seine Obsession mit seiner verstorbenen Frau überwinden. Deine Frau. Blödsinn, ich war nie verheiratet. Dank Voskhod kann das Bewusstsein des Patienten in die imaginäre Welt von Limbo versetzt werden, durch einen Impuls, der direkt auf dessen Hypophyse gerichtet ist. So lässt sich der Major auf Kommando in den Kampfmodus versetzen. Dazu sei aber gesagt, dass ich sie... Was für ein Quatsch. Ich meine, das ist doch nicht möglich. Ich fürchte leider doch. Sechenov kann deinen Verstand in dein persönliches Paradies schicken. Auf Knopfdruck. Und mein Körper? Dein Körper tötet, wenn Sechenov es befiehlt. Verdammte Scheiße. Und die Halluzinationen, kommen die auch von Sechenov? Nein. Die Halluzinationen sind nur ein Abwehrmechanismus deines Gehirns. Oh, warum zur Hölle sollte ich das alles glauben? Der Boss würde mir sowas niemals antun. Aber klar. Er würde ja auch nie deine Frau aus deinen Erinnerungen löschen. Oder kollektiv als ein System für Bewusstseinskontrolle planen. Wer sagt, Sechenov ist dafür verantwortlich?
Sitzt er überhaupt in diesem Stuhl? Wenn du mir nicht glaubst, frag ihn. Was ist der Plan, Major? Er wartet bei Chilomei auf uns. Wenn wir Sechenov stoppen wollen, müssen wir ihn hinhalten. Du bringst mich als deine Gefangene dorthin? Und was dann? Das werden wir dann sehen. So sieht's aus, Major. Denk drüber nach, während ich diesen Aufzug hacke, damit wir an die Oberfläche zurück können. Aha. Passt du jetzt auf, du Drecksack! Major, ich habe keine Daten über diesen Vorfall. Du willst mich lächerlich machen, was? Tja, willkommen im Club. Hast keine Daten, ha? Du wusstest es die ganze Zeit. Du heißt nicht ohne Grund Charles, oder? Du bist Charitten Sacharow, du mieser Penner! Hast du eine Erklärung dafür? Na? Es gibt nichts zu erklären. Du bist genauso ein Charles für mich, wie ich für dich ein völlig Fremder bin. Erst hat Svetchenov mich ermordet und dann einen Polymerklumpen aus mir gemacht. Danach hat er dich manipuliert. Wie konnte ich einem von euch trauen? Deswegen habe ich vorgetäuscht, ein charakteristisches Lernsystem zu sein. Ich wollte sehen, wer was war. Ja, toll. Okay, ich hätte wohl das Gleiche getan. Also, was sollen wir jetzt machen? Was können wir denn machen? Wir sind jetzt Freunde und kennen die Wahrheit. Wir müssen zu Sechenov dieses Unrecht korrigieren und Rache für das nehmen, was er uns angetan hat. Du hast wohl recht, Chariton. Er muss zur Rechenschaft gezogen werden. Du bist ein guter Mann. Ich sage es nur ungern. Aber du bist das erste funktionierende Beispiel für eine gewöhnliche Verbindung im Kollektivnetzwerk. Am Montag wird jeder, der die Polymerisation durchlaufen hat, genauso formbar wie du. Scheiße. Das darf nicht passieren. Oh, warte. Dieses verdammte Gedankegerät. Das kann man einfach entfernen. Das wird niemandem helfen, sondern es nur noch schlimmer machen. Wieso das denn? Weil alle Gedankegeräte nutzlos sind. Das Signal einer polymerisierten Person wird über die Steuergeräte an Roboter und andere Apparate geschickt. Aber das macht sie nicht zu einem Teil von Kollektiv. Das Gedankegerät kann zwar entfernt werden, was aber lediglich verhindert, dass der Träger den Maschinen Kommandos gibt. Wie wird Sechenov dann die Kontrolle behalten? Die Neuropolymer-Injektion macht die Leute zum Teil von Kollektiv. Sie nistet sich im Gehirn ein und verbindet es ein für alle Mal mit dem neuronalen Netzwerk. Der Effekt ist unumkehrbar. Jeder, der eine Injektion erhält, ist auf immer und ewig ein Teil von Kollektiv. Aber war ich wirklich verheiratet? Wie hieß meine Frau? Ekaterina, und dir wird nicht gefallen, was ich dir jetzt sage, Genosse Major. Das höre ich öfter. Aber mich überrascht nichts mehr. Du und deine Frau waren bei Agentum. Ekaterina oder Katja, wie du sie genannt hast, war eine hochqualifizierte Agentin. Als Kind hatte sie Ballett gelernt und sowohl im Tanz als auch in der Kampfkunst Beachtliches geleistet. Ballett und Kampfkunst? Willst du mir sagen, die Metallzwillinge? Nein, auf keinen Fall. Das ist totaler Unsinn. Sowas würde der Boss niemals machen. Schau mich doch an. Nach meinem Tod wurde mein Bewusstsein in diesen Handschuh übertragen. Nach dem Tod deiner Frau konnte ihr Bewusstsein nicht gerettet werden. Aber Sechenov lud einen Abdruck ihrer Fähigkeiten in die Matrizen seiner Leibwachen hoch. Das ist doch... Oh, heilige Scheiße, das kann nicht sein. Das ist auf jeden Fall sehr bizarr. Er funktioniert, Major. Wir kommen hier raus. Kollektiv startet bald. Wir dürfen nicht zu spät kommen. Alles klar. Gehen wir. Ja. Dann düsen wir jetzt wahrscheinlich ins Endgame. Es tut mir leid, dass du all das durchmachen musstest. Oh, Scheiße. Nicht schon wieder. Nein, nicht jetzt. Nicht hier. Gut.
Gut, das müsste ja heißen, wenn wir gleich aufwachen, ist die gute Dame tot. Wir sind Monster im Dunkeln, mein Junge. Wie oft haben wir schon darüber geredet? Oh, als Plüschkätzchen düsen wir hier wieder durch die Gänge. Die Story ist allerdings ziemlich cool. Gerade auch so dieser abgestrangte Part, da habe ich ein Faible für. So, mal schauen, ob Larissa hieß sie, glaube ich, ob die schon down ist. Dr. Sechenov bestritt gerade auf einer Pressekonferenz vehement Gerüchte über Fehlfunktionen ziviler Roboter in der Anlage 3826. Die Anlage ist wieder voll einsatzfähig. Ach, da bist du ja wieder, Söhnchen. Hast ja einiges abgekriegt. Du wärst fast für immer dort geblieben. Wo? Gute Frage. Wie soll ich denn wissen, wo du bist, wenn du einen blutigen Amoklauf begehst? Du warst so ein netter Junge, als meine Tochter noch lebte, aber seit sie verstorben ist, schmolzt du nur rum und drehst dann plötzlich durch. Überall Blut und abgerissene Köpfe. Puh, wie unschön. Was hat deine Tochter mit mir zu tun? Meine Katja. Unsere Katja. Die haben an deinen Erinnerungen rumgepfuscht. Sag mal, wovon redest du denn da? Meine Tochter. Aber sie war deine. Ekaterina Nechayeva, Codename Blesner. Mitglied der Spezialeinheit Agentum. Dann bist du... Deine Schwiegermutter, du Ignorant. Ihr wart im Dienst für Sechenov, bis diese Bulgaren zuschlugen. Katja überlebte nicht und aus dir machte Sechenov ein Monster. Ja, sowas ähnliches habe ich schon gehört. Warum sitzt du hier noch rum, wenn du alles weißt? Ich habe dich seitdem im Auge behalten. Dachte mir, dass irgendwo noch was Menschliches in dir sein muss. Tut mir leid, aber meine Vergangenheit, meine Gegenwart, alles ist weg. Warte, wo ist Larissa? Sie ist überall. Du hast sie in alle Winde verstreut. Verdammt! Hast du eine Waffe rumliegen? Na, was glaubst du denn? Welche willst du? Ich brauch nur was, um mir die Birne wegzupusten. Tolle Idee! Jag dir eine Kugel ins Hirn, aus und vorbei. Dann kann Sechenov jeden in einen hirnlosen Fleischsack verwandeln. Erst die Sowjetunion, dann den Rest der Welt. Ich hab's kapiert. Wenn du es kapiert hast, dann steh auf. Ich geb dir Waffen, viele Waffen. Aber du musst mir versprechen, diesen Typen endgültig auszuschalten. Was ist los? Zunge verschluckt? Sie die Tradition, Major. Genosse Sechenovs Taten verlangen Rache. Was ist das für ein Ding, Sergei? Ich bin Sinaida, Chariton Zaharov. Chariton, du Schlange, du lebst noch? Irgendwie ja. Durch bösen Zauber verwandelt in Polymer-Glibber. Warte mal eine Minute. Willst du mir sagen, du kennst Oma Sina schon die ganze Zeit? Geheimnisse können sich als sehr nützlich erweisen, Major. Nützlich für wen? Was hab ich von deiner Geheimniskrämerei? Sechenov hat sie nicht mehr alle, den Leuten sowas anzutun. Warte mal. Katja, Katenka, ist sie noch am Leben? Möglich, doch in welchem Zustand? Seht mich, geht es mir wirklich besser? Aber ich weiß nichts Konkretes. Ich flehe dich an, Sergei. Sechenov muss sterben. Ist ja gut, lass mich in Ruhe. Verdammte Scheiße. Was zur Hölle geht hier bloß ab? Zum einen haben wir manipulierende Lügner, die sich für noble Rächer halten. Zum anderen ist da ein sowjetischer Wissenschaftler, der die ganze Menschheit erleuchten will und mich benutzt, um Arschlöcher zu beseitigen.
behaupten die manipulierenden Lügner. So, was wählen wir jetzt aus? Ja, Rache, ne? Also gut. Was hast du denn alles in deinem Waffenschrank? Jetzt, nachdem wir wissen, was er mit unserer Frau gemacht hat, können wir doch nicht so tun, als ja, würden wir ihm verzeihen. Das geht nicht. Die Rache wartet. Dräng mich nicht. Eins nach dem anderen. Wir sollten Setchenov erreichen, bevor kollektiv aktualisiert wird und nichts mehr geändert werden kann, falls dir seine Antwort nicht gefallen. So, ja, was ist jetzt hier? Ach so, jetzt macht er das. Alles klar. Dann wollen wir mal loslegen. Als erstes wahrscheinlich die Ballerinas ausschalten. Sei vorsichtig, Major. Oha, okay, gut. Ist das links oder rechts? Ach, ist doch egal. Du hast keine Ahnung, wie recht du hast. Den ersten Schlag gleich wieder daneben gesetzt. So, nochmal einen Schlag mit ihm. Die wären zu zweit. Ja, diesen aufgeladenen Angriff. Upsala. Ja, die ist ein bisschen zu schnell. So, wo Vorsicht, bist du? Diese Dame möchte nicht mit dir tanzen. Und wieder daneben gesammelt. So, dieses Mal erwischt. Sehr schön. Oh, ich muss mich hochheilen. Und wieder daneben gesammelt. Nicht aufgeben, Major! Wir müssen nach oben! Oh, da hätte ich springen müssen. Ja, wo bist du? So, jetzt werden die doch gleich zu zweit um die Ecke kommen, oder? Ach, der fährt automatisch hoch. Sehr schön. Ich habe eben die ganze Zeit verzweifelt nach dem Knopf gesucht. Am 10. Februar 1951 vom Geheimkongress des KPDSU-Zentralkomitees genehmigt. Das Ziel ist die Ausschaltung der Vereinigten Staaten von Amerika. Wechsel des politischen Regimes. Abschaffung des Kapitalismus, Einführung des Kommunismus. Aufbau sozialer und moralischer Ideale in Übereinstimmung mit sowjetischen Ansichten.
Die Methode der Umsetzung besteht in der Einnahme strategischer und militärischer Einrichtungen mit darauffolgender Trennung und Abschaltung von Atomkraftwerken. Effektive Deaktivierung des Atomherzens Amerikas. Vollständiger Abtritt der Regierung und Machtübertragung an die oberste Führung der UdSSR. Und wie wollten Sie das hinkriegen? Nun, Sergei, erst verkaufen Sie Roboter, dann verschenken Sie sie als Hilfeleistung. Wenn die kritische Masse erreicht ist, übernehmen Sie alle Kraftwerke und stellen den Strom ab. So, ist das Ding jetzt eine Kampfmaschine hier? Könnte potenziell so sein. Na gut, dann düsen wir mal hoch zu Sechenovs Büro und schauen mal, was uns hier noch so alles über den Weg läuft. Also Sechenov an sich als Gegner kann ja nicht wirklich der letzte Endboss sein, weil der Dude ist doch nur ein Mensch, oder? Oder hat er sich jetzt vielleicht auch so hochgetunt, dass er, wer weiß, was hier gleich noch mit uns veranstalten wird? So, steht hier gleich nochmal so eine Apparatur direkt vor Sechenov, so dass wir dann nochmal, yep, eventuell noch ein bisschen was in die Fähigkeiten packen können. So, das hier ist der, ne, Moment, lass uns mal schauen. So, Energie des Charakters komplett aufwerten. Wer weiß, vielleicht brauchen wir das ja noch. Boss? Beschützen. Nun, Chariton, bist du stolz auf dich? Larissa, Sinaida und du wart ganz schön fleißig. Aber Sergei, ich dachte nicht, du würdest wirklich so naiv sein, mein Junge. Sei still! Du hast mein Gedächtnis gelöscht! Bin ich ein Spielzeug, so wie alle im Kollektiv? Was glaubst Beruhige du, wer du bist? Dich, Sergei. Ich sehe schon, du bist sehr aufgebracht. Ich kann es dir nicht verdenken. Aber du, Chariton, du solltest dem Jungen helfen, nicht an seinen Fäden ziehen. Ich? Jetzt gibst du mir die Schuld? Wer beraubt denn hier jeden seines freien Willens und macht ihn zu einer Puppe? Und es war nicht mein Wunsch, ein sprechender Glibberhaufen zu sein. Du bist doch froh, dass es passiert ist. Du benutzt jeden, um dein Ziel zu erreichen. Auch mich und deinen Agenten. Gib es zu! Ich hatte euch beide verloren und eure Leben gerettet. Ihr seid beide wissenschaftliche Wunder. Du bist mein bester Freund, Chariton. Und der Major ist für mich wie ein Sohn. Dann sind diese beiden wie deine Töchter? Und all jene, die du mit dem Kollektiv verbinden willst, deren Verstand du kontrollieren wirst, was sind sie für dich? Millionen Pflegekinder? Sie sind doch alle nur Schrot für deine Mein Mühlen, Wunsch für die Menschheit war eine fantastische Zukunft, unvorstellbare Errungenschaften. Mein Wunsch war ein Weg zu den Sternen. Haltet das Maul, beide! Und Hände hoch! Du sagst ihnen jetzt, sie sollen zurücktreten. Ich zähle bis drei. Eins. Ein Jammer. Zwei. Ein Jammer, dass du die Situation eskalieren lässt, ohne eine friedliche Lösung zu suchen. Aber du stehst dem Fortschritt nicht im Weg. Rechts, links, vernichten. Okay, jetzt kämpfen wir gegen beide gleichzeitig. Ups, zu spät.
Okay, ich bin tot, weil ich es nicht geschafft habe, den einen Knopf zu drücken. Okay, ja, dann machen wir das Ganze nochmal. Shit. Schon wieder zu langsam. Gut, dann machen wir das halt nochmal. So, alle guten Dinge sind drei, ne? Scheiße. Oh Mann. Irgendwie haben wir auch so gut wie keine Zeit, auf diesen Knopf zu drücken. Gut, ich hoffe, der switcht immer zwischen X und A hin und her. Dann drücke ich jetzt gleich mal A. Natürlich war es jetzt... Oh Gott. Mich würde mal interessieren, bin ich der Einzige, der sich hier so ein bisschen ungünstig anstellt? Sieh mal einer an. Die sind recht stark. Alles in der verdammten Welt ist das! Gib nicht den Maschinen die Schuld! Ach, verdammte Scheiße! So, das sind kalte, harte zweimal Fakten. Nicht getroffen. Drittes Mal nicht getroffen. Nice. Genau das will ich beheben. Du kommst einfach mit geladener Waffe in mein Büro. Wo bleibt da die Freundschaft? Wo der Respekt? Was ist mit deinem Respekt für alle anderen? So, da haben wir sie zumindest schon mal getroffen. Wieder? Einer dieser Roboter ist also Ekaterina Nechayeva. Die Frau, an die ich mich nicht erinnere? Besser! Beide sind er. Ich wollte blättern. So, die teilen sich hier irgendwie einen HP-Slot oder wie? Ein HP-Pool, so heißt das richtig. Ich bin bereit zu glauben, dass du zu meinen Besten gehandelt hast. Aber warum konntest du es mir nicht einfach sagen? Sergei, mir war nicht klar, was ich tun sollte. Na komm schon. Jetzt wäre es richtig, die Zwillinge zurückzupfeifen und mit mir zu reden. Verzeih mir, aber sie kämpfen gegen Jared, nicht gegen dich. Ja, ich glaube schon, dass sie gegen mich kämpfen. Scheiße! Können wir nicht einfach damit... Werde Jared los! Zieh den an! Schon so lange. Aber konnte ich nicht erreichen, als du in einem schweren Zustand warst. So, hier kommen wieder sehr viele Impulse auf einmal. Macht es mir wieder ein bisschen schwierig. Katja, sie ist tot! Sechenov hat sie dir... Was machen die Damen jetzt? Nice. Und gib mir Charity, bevor noch jemand verletzt wird. Dimitri sagt, dass ich verletzt werde. Du wirst der Nächste sein, Major. Sie lieben beide. Finde mich. Willst du wirklich deine eigene Frau töten, Sergei?
So, einmal schön im Kreis gelaufen. Na, komm schon, komm schon, komm schon. So, die erste ist down. Okay, besiege die Zwillinge. Die hatten doch keine HP mehr. Na? Den Eisstrahl brauchte ich nicht. Sergei, du verstehst das nicht. Cheriton manipuliert dich. Er erlangte Zugang zu dem Voskhod-Modul in deinem Gehirn und sandte dich ins Limbo. Ich hatte es nicht gleich bemerkt, da ich mit dem Kollektiv-Update beschäftigt war. Er war es, der Molotow getötet hat. Sag mir, Cheriton, hast du Dr. Filatova dasselbe angetan? Hast du meinen Agenten benutzt, um sie zu massakrieren? Ich hab genug von deiner Heuchelei, Dimitri. Ich hab deine ganze Schmutzarbeit für dich erledigt. Aber warum mussten sie denn sterben? Warum hast du das getan? Du Mistkerl, die ganze Zeit... Ich hab genug von dir, Major. Deine Arbeit ist getan. P3, mein Junge. Steh auf. Steh auf. Was willst du? Ich will, dass dies alles endet, Dimitri. Ich will, dass deine erbärmliche Menschheit erkennt, sie hat keine Zukunft. Es ist Zeit, zurückzutreten und Platz zu machen für die nächste Phase ihrer Evolution. Habe ich nicht noch irgendwie mal gesagt, wenn das so wäre wie in Forspoken, wäre es ein bisschen abgedreht? Und es ist so wie in Forspoken. Wir haben wieder einen Handschuh, der nicht das ist, was wir gedacht haben. Cheriton, du bist abgrundtief böse. Was? Was hast du mit der Menschheit vor? Und mit Kollektiv? Du solltest nicht etwas als böse bezeichnen, nur weil du es nicht verstehen kannst. Das Böse ist ein abstraktes Konzept. Dein Denken ist limitiert. Du bist ein Mensch. Eine Spezies, die bald ausgestorben sein wird. Das wurde mir klar, als ich selbst aufhörte, menschlich zu sein. Deine Limitationen hindern dich daran, die Wahrheit zu sehen. Die dummen Menschen wollen sich nicht weiterentwickeln. Alles, was sie wollen, ist, es sich bequem zu machen, auf Kosten anderer. Du wolltest dich nie dem großen Netz anschließen? Nein! Halt, Cheriton! Nein! Ich hab's mir anders überlegt. Thank you.
Agentum-Einheit betrat Dr. Sechenovs Büro, fand jedoch keine Spur von ihm. Teilweise rekonstruierten Aufnahmen zufolge scheint sich das humanoide Neuropolymer-Objekt Dr. Sechenovs Leiche genähert und sie völlig verschlungen zu haben. Nach den im Bericht beschriebenen Ereignissen verließ das unidentifizierte humanoide Polymer-Objekt Dr. Sechenovs Büro und verschwand. Schöne Scheiße.